Ach, ist das schön. Südsee-Feeling unter Palmen und die notwendige Erfrischung. Diese paradiesischen Verhältnisse begeistern nicht nur die Gäste, sondern sogar die Mitarbeiter der Badewelt. Wir sind ja eigentlich hier in der Karibik. Ich meine, wir haben 400 echte Palmen, wir haben 1000 Orchideen ums Becken rum, wir haben ein Dach, wo es sich komplett öffnen lässt. Ja, doch von nichts kommt nichts. Und so arbeiten rund 300 interne sowie externe Mitarbeiter täglich an der Wohlfühlatmosphäre. Damit alles so strahlend bleibt, muss natürlich auch das Herzstück der Anlage, das Cabrio-Dach, in schwindelerregender Höhe gereinigt werden. Alleine wenn Sie jetzt das Dach kurz anfassen, werden Sie schon merken, dass das sehr heiß ist. Und dementsprechend, wenn die Mitarbeiter oben auf dem Dach stehen, haben sie eine entsprechende Belastung. Ein echter Knochenjob also, denn es ist die extreme Wölbung der gigantischen Fläche, die die Mitarbeiter an ihre Grenzen treibt. Eine Fläche vergleichbar mit der Größe eines Fußballfeldes. Anhand von speziell angefertigten Stangensystemen und einer ordentlichen Portion Muskelkraft können sie die Scheibe überhaupt reinigen. Alternativen zum Klettern gibt es hier nicht. Wir haben da drüben vielleicht 5-6 Meter. Keine Möglichkeit, eine Hebebühne, die auch ein entsprechendes Gewicht hat. Oder braucht auch, um diese Höhe zu bewältigen. Und das ist ein entsprechend großer und schwerer LKW. Den können wir hier technisch gar nicht installieren. Also bleibt uns nur die Möglichkeit, das Ganze über ein Stangensystem zu reinigen. Ziemlich tricky, aber nicht unmöglich. Und so schnüren und schrubben die Profis, was das Zeug hält. Zügig, versteht sich. Denn das spezielle Reinigungswasser trocknet schnell bei der Hitze. Von der spektakulären Reinigung bekommen die Badegäste rund 18 Meter tiefer nichts mit. Ganz im Gegenteil, der viertmillionste Besucher wird an diesem Tag gekürt. Und hat damit auch klare Aussichten auf eine paradiesische Auszeit.